Ja, wer ist denn da? Sonatas Gaming Edge ist wieder am Start und ich heiße euch herzlich willkommen zum neuen Part von Let's Play Haunting Ground. So, ja. Ich habe heute irgendwas eingeworfen. Spaß beiseite. Ja, wir haben zuletzt den kleinen Schlüssel gefunden. Und wir wollen jetzt natürlich rausfinden, für was der Schlüssel gebraucht wird. Und das werden wir jetzt tun. So, ich habe jetzt nochmal kurz an der Lautstärke des Spiels und meines Headsets rumgeschraubt. Beim letzten Mal, wo ich ein bisschen lauter geworden bin, hat der Scheiß sofort wieder hier schön alles übertönt. Aber mit meinem Geschrei werdet ihr bei dem Spiel leider auskommen müssen. Warum ist das so ruhig gerade? Warte mal, wo ist denn nochmal die Tür, zu der ich jetzt hin möchte? Wo ich der Meinung bin, dass der Schlüssel dort gebraucht wird. Da sitzt doch der Hund. War die in Richtung hier, Alter? Ich glaube ja. Yep. Come on. Hier war die doch. Ist das die Tür, wo wir den kleinen Schlüssel brauchen? Wir werden es jetzt rausfinden. Scheiße. Nein. Come on. Ah, ich glaube, ich weiß aber jetzt, wofür ich den brauche. So. Come on. Mein Gott, der Hund hört ja richtig gut. Warte mal, wir können ihm ja was zu essen geben. Und zwar Dörrhuhn. Benutzen. Lass es dich schmecken, alter Junge. Good boy. Come on. Und zwar glaube ich zu wissen, wo ich den Schlüssel einsetzen kann. Es ist gerade so verdammt still. Ist nie ein gutes Zeichen. Come on. Ja, weniger bellen, mehr mir hinterherlaufen. War es hier? Nein. Come on. Come on. Sieht doch alles echt skurril aus, was hier rumsteht. Ich finde es aber, wie gesagt, geil, dass in dem einen Raum einfach mal ein Billardtisch steht. Das steht in keinerlei Zusammenhang zu dem Rest der ganzen Deko hier. So, und zwar glaube ich, kann ich den Schlüssel hier benutzen. Es ist eine Schachtel, aber ich kann sie nicht öffnen. So, vielleicht der jetzt. Auch nicht! Warte mal, war ich vielleicht nicht nah genug dran? Probieren Sie noch einmal zur Vorsicht. Nein. Gut, Leute. Dann haben wir jetzt soeben 2 Minuten mit komplettem Blödsinn verbracht. Verschwendet. Warte mal, ich laufe gerade in die falsche Richtung. Ja, mein Gott. Ich bin dann jetzt gerade wirklich... Das muss ich jetzt zugeben, weiß ich nicht mehr, wofür ich den Schlüssel brauche. Ach nein. Hab ich dich vermisst, ey. Mein Gott, Alter, die Animation, wie sie dem Hund einen Befehl gibt, dauert manchmal auch ewig. Kann ich hier in den Schrank? Ja, ist jetzt eh zu spät. Wir legen mal hier so ein... Ach, habe ich schon. Auf dem Boden so ein scheiß Magnesium hier. Oh Mann, Fiona. Deine Kondition war auch schon mal besser. Jetzt die Frage, ob wir überhaupt so weit zurücklaufen müssen. So. Knie dich mal hier hin. Komm mal wieder zur Ruhe. Und dann wird alles gut. Oh, das klang jetzt nicht so gut. Ach, der Hund. Vielleicht ist er ins Magnesium getreten. Ich habe doch keine Ahnung. Es ist gerade wirklich ein bisschen nervig, aber wir stehen das gemeinsam durch. Musik? Kehr ein? Nee,
der Dicke kommt. Vielleicht klappt ja wieder der Trick mit. Wir sind einfach mal hinter der Tür. Ich befürchte zwar, dass es diesmal nicht klappt. Wenn er jetzt die Treppe wirklich runterläuft, was ich hoffe. Oh Gott, er dreht sich nicht um, oder? Dreh dich nicht um, geh die Treppe runter. Oder geh da lang, genau, geh einmal im Kreis. Lauf doch mal schneller, ey, du blöder Sack. Als hätte er den ganzen Tag... Ja gut, er hat den ganzen Tag Zeit. Was macht der schon großartig? Außer Weibern nachzustellen. Komm, wir gehen zum Risiko. Jetzt hat er mich echt gesehen. I just don't get it. Aber auf das Magnesium scheint er getreten zu sein. Es scheint ihn aber nicht so außer Gefecht zu setzen, wie ich mir das wünschen würde. Naja, egal. Wir scheißen da jetzt einfach gepflegt drauf. Wir wollen hier auch noch... Oh, wir wollen auch noch was anderes machen, außer uns vor dem Dicken zu verstecken. Na, guck mal. Er ist doch schon weg. War doch alles... Alles easy. Der Hund kommt schon gleich. Wobei, helfen kann er uns hier sowieso nicht, weil ich da alleine hoch muss. Das Leitern hochsteigen beherrscht unser kleiner Freund leider nicht. Genau, leg dich da hin, mach mal ein bisschen Pause. So, hier ist diese Stelle, wo wir die Brücke runtergelassen haben. Und wo der Dicke auch mal ganz eindrucksvoll einfach, ja, rübergesprungen ist. Auf die andere Seite, wo wir das letzte Mal standen. Na gut, dann gehen wir mal hier rüber und öffnen die Tür. Ja, hierfür brauchen wir schon mal keinen Schlüssel. Die Tür machen wir wieder zu von innen. Zack. Dann laufen wir einmal hier oben rum und machen Looky Looky, was hier ist. Hier ist definitiv mal eine Tür. Die lässt sich nicht öffnen. Probieren wir mal aus, ob wir da den Schlüssel nutzen können. Nein. Ihre Gedanken haben wir schon lange nicht mehr gelesen. Hier war das letzte Mal. Das ist schon ein bisschen länger her. Kaum zu glauben, der ganze Balkon zerbrach. Dieses Schloss muss älter sein, als ich zu Beginn dachte. Ich passe ab jetzt auf, wo ich hintrete. Ich frage mich, wohin die Hängebrücke führte. Das haben wir jetzt rausgefunden. So halb. Was das genau hier ist, werden wir gleich sehen. Vielleicht ein Ausweg? Gibt es hier einen Weg? Vielleicht führt er aus diesem gottverlassenen Ort. Uch, was ich an Motten am meisten hasse, ist nicht, dass es sie nur zu geben scheint, um Sachen zu ruinieren, sondern dass sie überall tote Flügel verteilen. Es ist einfach abscheulich. Diese Tür ist anders als die anderen. Da ist irgendein Muster reingeritzt. Das muss etwas bedeuten. Möglicherweise. Okay. Ist hier noch was? Nope, nur diese eine Tür. Hier auf der Seite ist... Ach Quatsch, hier ist auch... Ach nee, das ist... Hier sind wir doch hergekommen. Mann, bin ich blöd. Gut, dann treten wir doch mal die Treppe hinunter. Und sehen, hier sind merkwürdige Kisten. So. Können wir schon durch? Nein. Gut. Was nun? Tja, liebe Leute. Was könnte es sein, dass wir hier tun müssen? Wisst ihr's? Nein? Tja, das ist jetzt wirklich mal ein Rätsel. Und zwar ein richtiges Rätsel. Und ich bin gerade ehrlich... Oh Gott, ich glaube, aber uns kann der Dicke hier drin nicht verfolgen. Ich bin gerade ehrlich, ich weiß selber nicht, was ich hier machen muss. Ich glaube, wir müssen einfach alles dahin schieben, wo es war. So war das nämlich. Also passend zu den... Ja, passend zu den jeweiligen Mustern. Ergo muss das Ding hier hinten hin. Einzige Frage, die ich mir jetzt aber stelle. Wie sollen wir denn das hier rauskriegen?
Ach, scheiße. Ich habe schon einen Fehler gemacht. Ich hätte von der anderen Seite kommen müssen. Ja gut, dann... Wir können das Rätsel ganz einfach resetten. Indem wir den Raum kurz verlassen und wieder reingehen. So war es, glaube ich. Na, falsche Tür, da will ich nicht hin. Ja. Sorry, ist gerade ziemlich langweilig, ich weiß. So. Einmal raus. Und wieder rein. So, Tür bitte schließen. Wir wollen ja ungestört bleiben. So, und jetzt gehen wir nicht die Treppe runter, sondern die andere. Weil wir ja so ein schlaues Bürschchen sind. So, hier runter. So. Und jetzt können wir dann auch hier hinten die Kiste schieben. Jetzt muss ich nur kurz überlegen, wo muss ich die hinschieben? Ach, die müssen wir einfach nur durchschieben. Alright. Herr Fiona. Na, endlich. Ah, warte mal, warte mal, warte mal. Ich muss kurz überlegen. Die müssen wir auch noch schieben. Aus der Ecke da hinten raus. Ja, genau. Ich weiß schon. Da muss ich mein Gehirnschmalz mal ein bisschen in Gang bringen. Wir schieben die hier ein Stückchen weiter als eigentlich nötig. Denn hier haben wir ja die Lücke, dass wir noch zurück können. Und jetzt gehen wir auf die andere Seite hoch und wieder runter. Und schon sind wir des Rätsels Lösung ein Stückchen näher. So, dann gehen wir mal hier runter. Und jetzt können wir diese Kiste nach da hinten schieben, wo wir die Lücke haben. Und sind dann trotzdem noch in der Lage, von der anderen Seite zu schieben. Boah, bin ich klug. Jetzt hör doch nicht auf, nur weil die Kameraperspektive wechselt. Muss aber aufpassen, ey. Ich schieb das hier mal lieber noch ein Stück weiter. Sonst haben wir gleich ein Problem. Na komm. So. So, noch einmal schieben und dann... Ja. Gut, das reicht. Und raus mit dir. Jetzt darf ich es natürlich nur nicht gegen den anderen schieben. Wobei, das wäre, glaube ich, noch nicht so schlimm. Wo musst du denn hin? Wahrscheinlich hier hinten irgendwo. Da. Okay, dann schieben wir dich hier mal weg. Du bist nämlich im Weg. So. Ist alles ein bisschen klein-klein jetzt gerade, ich weiß. Aber... Anders kommen wir im Spiel nicht weiter. Also das ist jetzt hier nicht irgendeine optionale Scheiße, die ich mache. Sondern das müssen wir doch dann irgendwie lösen. Und als ich das Spiel damals durchgespielt habe, so rund um 2005, da hatte ich noch weitaus weniger Gehirnschmalz als jetzt zur Verfügung. Man mag es kaum glauben. Da habe ich da echt lange für gebraucht. Da war ich einfach zu blöd zu raffen, glaube ich, am Anfang. Dass ich die eine Treppe einfach erst runtergehen muss, um das Ding von hinten anzuschieben. Aber gut. Es sei mir doch mal verziehen, ne? So. Wir sind nicht mehr weit weg von des Rätsels Lösung. Und werden dann doch mal erstaunt glotzen, was dann abgeht. Und jetzt noch einmal rein. Tief rein. Ja, los Fiona. Schieb's tief rein. So. Hier fehlt doch noch was. Ach so, den habe ich gar nicht gesehen. Ja, sorry. Spannungsbogen überspannt. Und da schiebt sie und schiebt sie. Und wenn sie nicht gestorben ist, schiebt sie noch heute. Wäre jetzt dumm gewesen, wenn ich zu weit geschoben hätte, ne? Ja.
Wahrscheinlich ist das einfach deswegen auch extra dann so langsam gemacht, dass man nicht aus Versehen zu weit schiebt. Das wäre nämlich sehr ärgerlich, wenn man für die letzte Kiste alles nochmal machen muss. Ja, was denn nun? Öffnet sich etwa die Tür? Oder? Controller vibriert. Oh mein Gott. Eine Art Schlange dreht sich um eine Art Uhr, Kompass oder was das ist. Und wir können eine Treppe hinabsteigen. Wo wird sie uns hinführen? Keine Gedanken dazu von Fiona. Sie ist selber so erstaunt und überwältigt. Gut. Machen wir es nicht spannend. Gehen wir doch einfach hinunter. Eine Wendeltreppe. So. Da hinten ist schon mal eine Tür. Wir gehen erstmal hier zu dem Krug. Heben wir das doch mal auf. Medaillon. Sehr toll. Was ist hier? Dieser Teil der Wand ist anders als der Rest der Wand gestaltet worden. Ja, man sieht den Mond. So. Und das da unten, was ist das? Wurde hier die Erde auf der Treppe irgendwie dargestellt da unten? So. Hm, für was ist das Gerät wohl? Sieht so aus, als ob es sich am Sockel dreht. Ja, das hatten wir schon mal, ne? War wohl die falsche Richtung. So. So ist es wohl richtig. Was ist mit dir? Hallo. Ich frage mich, welchem Zweck es wohl dient. Bla bla. Ach, guck mal, da fehlt was. Scheiße. Haben wir noch irgendwas? Nee. Leider nicht. Uns fehlt also noch was, um das Rätsel hier zu vollenden. Können wir denn hier rein? Yep. Ich weiß auch schon, wo wir rauskommen. Es dürfte klar sein, denke ich. Genau. Hier. Die Tür wollte ich vorhin von außen öffnen. Das hat nicht ganz funktioniert. Jetzt muss ich rausfinden, für welchen Raum der kleine Schlüssel gedacht ist, den wir vorhin schon aufgegabelt haben. Und ich bin ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Wir haben hier jetzt schon so einige Türen geöffnet, sodass man dann auch irgendwann den Überblick verliert, wo denn jetzt noch was zu öffnen ist, rein theoretisch. Aber wir schauen mal. Auf der anderen Seite war ich gar nicht mehr. Ich weiß nicht, ob da nur die Leiter war oder ob da noch eine Tür war. Nee, hier ist nur die Leiter und da oben konnten wir nur den Hebel betätigen. Na, du auch wieder hier? Hm. War in dem einen Klavierraum noch eine Tür, die wir nicht öffnen konnten? Nee, da hatten wir doch die Abkürzung freigelegt. War das so? Ach Leute, echt, ich weiß es nicht. Wirklich nicht. Ne, hier war das. Hier müssen wir nicht mehr hin. Hier haben wir nämlich den Schlüssel gefunden. Das war nämlich das. Hm, in dem Klavierraum war doch die Abkürzung, oder? Boah, ich werd bekloppt. Wo können wir noch eine Tür öffnen? Grundsätzlich weiß ich zwar noch sehr viel über das Spiel, aber eben auch nicht mehr alles. Das mit dem Schlüssel, das ist mir ja schon im letzten Part entfallen, wo wir den brauchen. Ich werde jetzt noch da hinten gucken, ob wir ihn unter Umständen dort brauchen. Was zur Hölle? Hat uns hier jemand gerufen? Vielleicht höre ich jetzt Dinge. Aber ich könnte schwören, dass Stimmen aus dem Loch kommen. Ja, als hätten wir eine Wahl. Dann durchsuchen wir doch mal das Loch. No!
gehakelte Notiz. Das wollen wir doch noch lesen, oder? Dieser verdammte Ricardo. Er hat das Haupttor verriegelt. Aber keine Sorge. Es gibt einen anderen, weniger bekannten Weg aus dem Schloss heraus. Unterhalb des Schlosses Belli liegt ein altes Herrenhaus. Der Weg in die Freiheit nach draußen führt durch dieses Herrenhaus. Ich schreibe die Wegbeschreibung zu dem Haus nach unten auf. Im ersten Stock des Turms, der auf der anderen Seite der Hängebrücke liegt, sind zwei runde Vorrichtungen. Diese sind als Mondtafeln bekannt. Benutze die Mondtafeln, damit Licht auf die Wand in dem hinteren Zimmer scheint. Dadurch wird der Weg in die Kapelle geöffnet. Dort solltest du den Göttinnenschlüssel nehmen. Lasse das Licht aus dem zweiten Stock des Musikturms scheinen. Stelle dann die drei Mondtafeln ein, um weiterzugehen. Fiona, bitte verstehe, dass es mein einziger Wunsch ist, dich aus diesem elenden Grab eines Schlosses zu befreien. Lorenzo. Mhm. So, so. Bekommen wir jetzt etwa Unterstützung von jemandem, der auch hier in diesem Schloss zu verweilen scheint? Oder ist das auch nur eines dieser widerlichen Arschlöcher, die uns in ihre Falle tappen lassen wollen? Tja. Fakt ist, wir müssen natürlich rausfinden, wo wir die letzte Scheibe finden für diese Mondtafel oder was das ist. Vorher kommen wir leider nicht weiter. Come on. Aber ich hoffe, dass uns das noch gelingen wird. Und ja, dass wir dann bald möglichst rausfinden, wer Lorenzo ist, was er von uns will oder ob er uns schlichtweg nur helfen möchte. Das allerdings erfahrt ihr dann vielleicht im nächsten oder in einem der nächsten Parts. Macht's gut. Tschüss.